Gerne. Gut, wir beginnen in einer neutralen Position. Stell dich dafür aufrecht hin, gehe leicht in die Knie, also Knie leicht gebeugt, und probiere vor allem zu Beginn eine lange Wirbelsäule zu halten, weil wir wollen nur isoliert mit dem Becken arbeiten im Moment. Du kannst die Hände dafür leicht einstützen am Becken und das erste Ziel ist mal nur das Becken nach vorne und nach hinten zu kippen. Wir gehen fünfmal hin und her. Genau, Wirbelsäule schön lange halten und isoliert Becken vor und zurück kippen. Wenn das gut funktioniert, arbeiten wir mit seitlichen Verschiebungen. Das heißt, wir probieren das, den Beckenkamm rechts ein bisschen hochzuziehen, links ein bisschen hochzuziehen im Wechsel, um hier möglichst klare Kartierungen zu erhalten, aller Möglichkeiten, die unser Becken machen kann. Und verbinden zum Schluss diese vier Punkte. Also das heißt, wir gehen von links nach vorne, nach rechts, nach hinten und rollen über alle Möglichkeiten durch, ohne dabei eine lange Wirbelsäulposition zu verlieren. Und dann noch Richtung wechseln. Gut, als weitere Progression gehen wir in einen Ausfallschritt und probieren das in dieser Position erneut durchzuspielen. Wir starten wieder mit vor und zurück dreimal. Dann rechts, links zweimal auf und ab. Und verbinden all diese vier Punkte. Und in beide Richtungen. Gut, und dann wechseln wir das Bein, gehen zur letzten Position, starten erneut vor und zurück, rechts, links und kreisen zweimal pro Richtung. Gut, um das noch einen Schritt weiter zu bringen, gehen wir an die Wand, starten hier in dieser Position, also imitieren etwas unsere Sitzposition schlussendlich mit Knie auf 90 Grad und starten erneut mit Becken vor, zurück. Und dann leichte Bewegung rechts, links, um alles zu spüren im unteren Rückenbereich und Becken und machen zwei kleine Kreise pro Richtung. Und Beinwechsel. Und kreisen. Sehr gut. Wie ihr sehen könnt, das ist super viel kognitive Arbeit. Wir müssen zuerst all diese Möglichkeiten uns erarbeiten. Und in einem nächsten Schritt können wir das auf eine eher aufrechte Position auf dem Velo übertragen und schlussendlich in deine Aero-Position auf dem Velo.